Herzlich willkommen, Folge 37. Und wie gesagt, wir sind immer noch auf der Suche nach Danas Zimmer, beziehungsweise dem Weg dorthin. Und holen erstmal Oskar wieder raus. Aus dem Fallrohr. So, auf ein neues. Das Geräusch. Warum klettern wie ein Eichhörnchen? Was für eine Zumutung. Ist da oben alles okay? Ja, Kate Walker, ich muss nur... Festhalten, Oskar! Oh, ey. Das tue ich, Kate Walker. Glauben Sie mir. Sie müssen jetzt springen, Oskar. Springen auch noch. Schnell. Springen muss ich auch noch. Geschafft, Oskar. Gut, dass Ihnen nichts passiert ist. Oh. So kann man es wohl auch ausdrücken. Und gut, dass Sie dabei wie immer so positiv bleiben. So, da ist ja der... Da ist der Mechanismus oder sowas da rechts. So, wie funktioniert die Scheiße? Muss ich doch... Ich halte das jetzt da etwas oberhalb vom Geländer. Jawohl, so. Dieser nutzlose Körper. Jetzt muss ich einen anderen Weg finden. Ach du Scheiß. Okay. Also noch höher. Kann ja nur höher, ne? Los. Boah, warum geht das nicht mit WASD, ey? Ich habe Angst jetzt, dass ich herunterfalle irgendwie. Und schon wieder ganz hinaufklettern. Naja. Seien Sie vorsichtig, Oskar. Jo, Oskar, mach nicht zu... Werd nicht übermütig, du kleine Kugel, ey. Auch noch gucken. Muss er jetzt auch noch Straßenbahn gucken? Noch nicht oben. Boah, muss doch. Wo ist denn hier? Noch ein bisschen. So, aber jetzt war, oder? Oh weh, das verheißt nichts Gutes. Oh, Himmel. Schubst du runter. Verehrte Frau Taube. Du bist aus Metall, Junge. Lieber Madame Taube, Verzeihung. Madame Taube, wären Sie so gütig, mich vorbeizulassen? Geh doch, du. Hier werde ich wohl Hilfe du brauchen. Du bist gepanzert. Kate Walker, ich brauche Sie noch mal. Bin noch Taube, ey. Soll ich diese Taube bloß loswerden? Abschießen. Das funktioniert nicht. Du kannst keine Hüte. Nein. Stein suchen, oder? Eine Mülltüte schmeißen geht nicht. Geht schon, aber kommst nicht so hoch. Besser etwas anderes. Ja. Da ist noch eine Möglichkeit, okay. Ja, sehr gut. Argumente, durchschlagende Argumente. Ich kann ihn nicht nach der Taube werfen, aber vielleicht anderweitig verwenden. Ja. Kate Walker! Tut mir leid, Oskar. Ach, Oskar wieder. Ja, stimmt, der saß ja noch. Nee, der war auch schon auf dem Dach, auf dem Sims, oder? Abmarsch, Oskar, Abmarsch. Gib alles. Boah, nun lauf doch los, du Scheiß. Das war wohl deutlich genug. Tippel, tippel. Die Treppe. Vielleicht ist dieser Körper am Ende doch noch von Nutzen. So, runtergerollt. Jo. Das siehst du, praktisch, oder?
Oscars wäre alles gut. Jedenfalls in der Form. Wo ist er runter? Da hinten, ne? Hier vorne sind wir eben drunter gemurmelt. Jetzt müssen wir da hinten Richtung Wand und dann links. Geh doch mal. Oh, ey, das nicht mal reagiert, ey. Und roll, roll. Ja, dahin. Abmarsch. So lang, ja. Warum anhalten? Ich sagte, ich schwöre, ich drück. Aber wenn du hier nicht einen bestimmten Punkt anpeilst, dann wird das Ding nicht rot. Ja, die Richtung will ich doch. Ist doch logisch, oder nicht? Jetzt will ich dahin. Das ist auch so eine Technik, ey. Da mache ich immer hier bald einen Knick ins Handgelenk auf dem Mauspad, ey. Na, gucke doch, geht doch. Olle. Das war eine Geburt, ey. So, das ist. Sind wir schon ganz oben? Ja, wahrscheinlich, ne? Abgesperrt, natürlich. Das ist ja logisch, oder? Würde ich ja auch machen, wenn ich... Ja, okay. Kate Walk, wäre ich ja angemauert, wenn ich aber... als Kanonenkugel dienen sollte, hätte ich wohl eine Zündschnur. Das ist höchst unwürdig. Dann bist du ein Bowlingkugel. Wenn Hans Vorarlberg mich jetzt sähe, wie... Drei. Klatsch, da ist er. Scheiß Scherben, mach die Scherben da raus. Was ist los? Oh weh! Oh weh! Ha! Ah. Wirklich? Behandelt man so einen intelligenten Automaten? Ja, da legt er hier sehr viel Wert drauf, ne? Habe ich schon gemerkt, ne? Wenn Herr Vorarlberg mich so sähe... Na? Er würde sagen, Sie haben wieder einmal den Tag gerettet, Oscar. Sie haben sich selbst übertroffen. Kommst wieder in die Tasche. Abmarsch. Tschüss. So. Okay. Hinweise suchen. Finden wir heraus, was nach der Zeit auf der Hütte aus Dana wurde. Kein Zweifel. Das muss Danas Zimmer gewesen sein. Tja. Jetzt frage ich mich natürlich nur die armen Säcke, die das Ding da hochgeschleppt haben, ne? Ein Teil fehlt. Okay. Ach so, lesen. Lesen auch noch. Hatte ich unter mehr? Ich sag mir Erinnerung. Aha. Das wird wieder so ein Puzzle oder was, oder? Das Buch ist es nicht. Wo geht's denn weiter? Da liegt ein Bild auf der Erde. Von der Musikakademie. Ah. Das Diplom, was sie gekriegt hat, also nachdem es auf dem Platz gespielt hat, wahrscheinlich, ne? Huch, Entschuldigung. So, das mache ich mir schnell mal ab. Weil die braucht man garantiert noch. Und ich muss sie genauso abmalen, wie sie sind, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Noten. Ich weiß nicht, was da... Na, wie gesagt, ich mal die mal ab in der Zeit und dann machen wir aber erstmal einen Break. Bis gleich...